Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im August mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Liebesgöttin Venus geht am 7. August in euer Zeichen und verleiht euch eine bezaubernde Ausstrahlung und viel Anziehungskraft. Bestimmt bekommt ihr viele Einladungen und die Pflege eurer Freundschaften ist ganz wichtig. Falls ihr jemanden kennengelernt habt oder aus einem anderen Grund eine persönliche Beratung braucht, bin ich natürlich gerne für euch da. Ihr findet mich über meine Homepage oder mein Kundentelefon und die Infos verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. Im August wechselt die wilde Lilith ins Zeichen Wassermann und geht dann für die kommenden 9 Monate in einen positiven Aspekt zu eurem Sternzeichen. Dazu gibt es ein neues Video-Special von mir. Darin erfahrt ihr auch, was der Lilith-Transit für euer Sternzeichen bedeutet. Aus diesem Anlass verlose ich in diesem Monat eine Lilith-Beratung und wie ihr an der Verlosung teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Also bleibt dran. Eure langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen, darüber könnt ihr euch jederzeit in meinem Jahreshoroskop informieren. Das gibt es als Video oder auch als Buch zum Nachlesen. Und weil das halbe Jahr jetzt rum ist, könnt ihr mein Buch ab sofort zum halben Preis erwerben. Die Infos dazu verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir uns die aktuellen Tendenzen für den August an. Die Sonne, der Merkur und der Mondknoten stehen im Löwen, günstig für eure Freundschaften in eurem Sonnenhaus der Freundschaft. Allerdings ist der Merkur noch rückläufig und das kann zu Missverständnissen im Freundeskreis führen oder auch bei euren Business-Kontakten. Achtet also darauf, euch klar auszudrücken und Termine im Kalender einzutragen, damit ihr nichts vergesst. Saturn und Pluto zeigen weiterhin Verpflichtungen und auch Krisen rund um das Thema Familie, Haus oder Wohnung an. Bitte informiert euch darüber nochmal gründlich im Jahreshoroskop. Schwierig ist in den kommenden 2 Monaten der Konfliktaspekt zwischen Saturn in eurem Familienhaus und Chiron in eurem Partnerhaus und beides in Spannung zu eurer Sonne. Besonders wenn ihr in den ersten Tagen des Waagezeichens Geburtstag habt, gilt das. Und das kann anzeigen, dass ihr euch um ein krankes Familienmitglied kümmern müsst. Eventuell seid ihr auch selbst gesundheitlich betroffen, besonders wenn ihr euch Dinge zu sehr zu Herzen nehmt. Ihr solltet euch jetzt schonen und unnötige Aufregung vermeiden. Ich empfehle euch zum Beispiel, die Fernsehnachrichten zu meiden und euch nicht mit Problemen zu beschäftigen, die euch nicht direkt betreffen. Der Mars ist immer noch rückläufig im Wassermann in eurem 5. Haus der Kreativität. Das kann anzeigen, dass eure Kreativprojekte nicht so recht vorangehen oder dass ein romantischer Flirt seinen Schwung verloren hat. Am 6. August geht dann die Lilith in euer 5. Sonnenhaus und für die kommenden 9 Monate spürt ihr dann zunehmend deutlich, wie wichtig für euch der Freiraum ist, euch kreativ auszudrücken. Einige von euch werden dann auch eine heiße Affäre anfangen, die euch sehr inspirieren wird. Alles über diesen wichtigen Transit erfahrt ihr in meinem neuen Video-Special Kreativ, wild und frei, Lilith im Wassermann. Das solltet ihr euch unbedingt anschauen. Am 7. geht dann die Venus in euer Zeichen Waage und das ist ein sehr guter Aspekt, um zu flirten, sich schön und attraktiv zu fühlen und um sich zu verwöhnen und verwöhnt zu werden. Allerdings wird die Venus bis zum 11. August gleich einen kritischen Aspekt zu dieser Saturn-Chiron-Spannung bilden, die ich anfangs schon beschrieben habe. Dann wird der Spaß erstmal durch gesundheitliche oder partnerschaftliche oder auch finanzielle Einschränkungen gebremst. Aber vielleicht erlebt ihr ja auch, dass ihr es trotzdem schafft, besonders liebevoll und aufmerksam mit anderen und euch selbst umzugehen. Am 11. August haben wir dann den Neumond im Zeichen Löwe, der günstig für euch steht und eine Wende zum Besseren einläutet. Für die Neumond-Meditation eignet sich das Thema Freundschaft und Gemeinschaft. Ihr könnt darüber nachdenken, wie wichtig euch eure Freundschaften sind und wie ihr diese in Zukunft gestalten wollt. Mit diesem Neumond beginnt eine produktive Phase, sowohl für eure festen Beziehungen und eure Familienbande, als auch beruflich und finanziell. Vieles läuft nun allmählich besser und wahrscheinlich bekommt ihr auch Unterstützung von Seiten eures festen Partners und von euren Familienmitgliedern. Am 13. geht der rückläufige Mars zurück ins Zeichen Steinbock. Das kann euch gereizt machen, besonders wenn ihr in den letzten Tagen des Waagezeichens Geburtstag habt. Am 19. wird dann der Merkur wieder direktläufig.
Und sollte es in eurem Freundeskreis zu einem Missverständnis oder Unstimmigkeiten gekommen sein, lassen die sich jetzt wieder ausräumen. Am 23. August morgens um 6.08 Uhr geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Jungfrau und sie aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen den spirituellen Bereich eures Horoskops und euren Wunsch, euch ab und zu mal zurückzuziehen und nach innen zu lauschen. Bis zum Ende des Monats werden eure Familie und euer Partner euch dabei unterstützen und Verständnis dafür haben, dass ihr zwischendurch mal eure Batterien aufladen müsst. Für Waagegeborene, die spirituell arbeiten, sind die kommenden 4 Wochen eine besonders ergiebige Zeit. Vom 23. bis 28. durchläuft allerdings eure Herrscherin, die Venus, einen schwierigen Aspekt zu Pluto. Ich rate euch, die neu aufkommende Harmonie und das Verständnis nicht dadurch zu zerstören, dass ihr nun Probleme und Verletzungen aus der Vergangenheit ansprecht, auch wenn ihr Recht damit habt. Anfang September haben wir eine bessere Zeit, um solche Sachen liebevoll zu klären. Für Ende August rate ich euch, Zuwendung und Unterstützung einfach anzunehmen, denn damit wollen euch eure Lieben bestimmt zeigen, dass es ihnen leid tut, wenn sie euch in letzter Zeit zu sehr gestresst haben. Venus-Pluto, das kann auch Streit ums Geld anzeigen und ihr lauft Gefahr, zu viel für euer Vergnügen oder für Beauty auszugeben. Wartet lieber ab, in der ersten Septemberwoche ist wahrscheinlich wieder mehr Geld da. Davon abgesehen werdet ihr es aber spüren, dass sich viele kosmische Spannungen nun langsam wieder auflösen. Am 26., am Sonntag, ist der Vollmond in den Zeichen Jungfrau und Fische. Und was ihr euch zu Neumond in Bezug auf eure Freundschaften vorgenommen habt, kann nun Früchte tragen. Außerdem ist es auch eine heilsame Konstellation für eure festen und familiären Beziehungen. Am 27. August wird dann der Mars endlich wieder direktläufig und geht dann ab dem 11. September in einen sehr günstigen Aspekt zur Waagesonne. Dann werdet ihr spüren, wie euer Schwung und eure Kreativität zurückkehren. Das waren eure Konstellationen im August. Falls ihr ein persönliches Anliegen habt, auf das ich hier in den allgemeinen Sternzeichen-Horoskopen nicht eingehen kann, könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist diesmal am Samstag, den 1. September 2018 um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen, zum Beispiel zu dem Transit von Lilith durch den Wassermann. Und jetzt komme ich zur Verlosung und weil die Lilith in den Wassermann geht, gibt es eine Lilith-Beratung zu gewinnen. Da können wir uns in Ruhe anschauen, wie sich der Transit von Lilith durch den Wassermann in eurem persönlichen Horoskop zeigen wird. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials empfehlen. Natürlich das Neue über Lilith im Wassermann, aber auch über Uranus im Stier, Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.